folgenden Video werden wir uns die DATEV-Schnittstelle in Sage Office Online anschauen. Wir starten DATEV Export über die Kachel auf der Startoberfläche. Bei dem Dateiformat können wir KNE oder OBE auswählen. Alle weiteren Angaben wie Beraternummer, Beratername bekommen wir von unserem Steuerberater. Wir klicken jetzt auf Weiter. Bei der Übergabeart klicken wir auf die Kontenbeschriftung und klicken auf Weiter. Hier können wir die Personenkonten in den Export einbeziehen und klicken auf Weiter. Die Datenträgernummern werden automatisch vom System hochgezählt. Es ist erforderlich, ein Beraterkennwort einzugeben. Sobald wir auf Export starten klicken, werden unsere DATEV-Daten exportiert. Im zweiten Schritt werden wir die einzelnen Buchungen exportieren. Wir wählen den Menüpunkt Einzelne Buchungen, klicken einmal auf Weiter, die Personenkonten natürlich in den Export einbeziehen, Weiter. Und hier können wir von Periode bis Periode selektieren für den DATEV-Export. Wir klicken jetzt wieder auf Weiter. Datenträgernummer überspringen wir. Beraterkennwort haben wir schon gesetzt. Und jetzt exportieren wir unsere DATEV-Dateien. Nachdem wir den Export erfolgreich durchgeführt haben, werden wir uns die Exportdatei hochladen. Die Datei befindet sich im Download-Verzeichnis auf unserem Rechner und dann können wir die Datei an den Steuerberater senden.